Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft. Ja, wie versprochen, betreten wir heute die Schlucht, diesmal auch ein bisschen ausführlicher. Das letzte Mal sind wir ja da haben ein bisschen reingespickt, haben uns das Eisen geschnappt und sind wieder gegangen. Hier hinten würde ich auch ungefähr gern die Stelle haben. Mal schauen, wo genau. Da unten ist sogar noch mehr Eisen. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kommen wir da runter? Beziehungsweise, wie wir runterkommen, weiß ich schon, aber wie kommen wir dann auch wieder raus? Ich möchte übrigens das Eisen haben. Die Gründe sollten... Ach, ich habe natürlich... Ah, ich Pfosten habe natürlich wieder null Platz im Inventar, ne? Ja gut, ein bisschen Schmerz muss man in Kauf nehmen, wenn man auf Schatzsuche ist. Ich werde es jetzt auch nicht komplett ausfackeln hier, einfach weil das, glaube ich, eine Verschwendung von Kohle wäre. Aber doch so ein bisschen... Wo habe ich denn meine Fackeln eigentlich? Da habe ich meine Fackeln eigentlich. Dass hier nicht so viel spawnt. Sollte es mal Nacht werden. Das hätte man natürlich auch schöner lösen können. Man hätte aber auch den Zweiten Weltkrieg verhindern können. Und den Ersten selbstverständlich auch. Von daher, akzeptiert es einfach, wie es ist. Da ist ein Creeper-Mann, den mag ich gar nicht so akzeptieren. Um den kümmere ich mich auch gleich. Hinfort! 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 Hin! Fort! Fort! Huch, warum explodierte er jetzt doch? Ich war doch definitiv außerhalb seiner Reichweite. Oh. Das war ja auch viel Schlucht hier. Gut, dass wir das geklärt haben, glaube ich. Aber Eisen haben wir hier. Das ist doch immerhin was. Ich meine auch gerade eben aus dem... Ja, aus dem Augenwinkel kann man da ja schlecht sagen. Aus dem Ohrenwinkel eine Spinne gehört zu haben. Weiß aber leider nicht wo. Die Kohle würde ich jetzt auch ganz gern mitnehmen. Schade, dass es hier keine besseren Erze gab, außer Eisen, aber... Ich werde jetzt schon wieder so abgehoben. Eisen ist mir nicht gut genug. Seht mich an. Der feine Herr YouTuber. Kann sich mit seinem YouTube-Money auch selbst Eisen kaufen, ne? Es ist... Unfassbar, diese eingebildeten YouTuber von heute, ne? Das ist schrecklich. So, dich will ich auf jeden Fall mitnehmen, den Kobelstein. Die Erde würde ich ganz gern behalten, zum später hochbauen. Da geht sie hin, unsere Spitzhacke. Damit hat sich das Abenteuer eh erledigt. Ah, wobei, eigentlich nicht. Denn... Die wollte ich da eigentlich nicht hinsetzen. Die wollte ich eigentlich anders hinsetzen. Denn wir brauchen immer noch Cobblestone. Ich hätte einfach... Na, egal. Egal, dann kloppen wir uns hier ein bisschen in die Wand rein. Ist ja alles halb so wild. Bisschen viel Cobblestone brauchen wir da eigentlich. Bräuchte man... Oh, das war so angenehm bei... Bei den ganzen Modpacks, wo es dann Hämmer gab, die halt nicht 1 auf 1, sondern 3 auf 3 Blöcke weggekloppt haben. Damit konnte man so schön Zeug farmen. Stein und generell auch
Erde oder so. Ich glaube, das wird unterschätzt. Man braucht relativ oft tatsächlich Erde in Minecraft, auch wenn so. Es ist ein wertloses Material, weil es halt überall gibt. Aber brauchen tut man es halt trotzdem, ne? Ich benutze mal die Erde, um da jetzt. Nee, ich würde euch gerne schon mitnehmen. Mich da jetzt ein bisschen hochzubauen. In der Hoffnung, hier einen schönen, schnellen Aufweg zu finden. Hier komme ich ja auch schon wieder an neue Erde ran. Das ist ja auch gut. Und ja gut, brauche ich auch gar nicht mehr. So, schön. Damit haben wir einen Weg nach oben. Nice, dann kann ich die restliche Erde auch weghauen. Hinfort mit dir! Hi. Die wollte ich jetzt eigentlich tatsächlich auch eher weniger. Ich würde hier nur gern, wenn es Nacht wird, recht schnell raus sein. Dass ich nicht dann erst die Treppe nach oben baue. Das halte ich für gar nicht so gut. Weil bis ich da oben bin, sind die Creeper vor meinem Haus und dann macht's bumm und dann sind alle tot. Hurra! Also ich weiß, dass es das ist, was ihr wollt. Ihr wollt mich eigentlich nur sterben sehen, aber das gönne ich euch nicht, diesen Triumph. Habe ich eigentlich noch Fackeln dabei? Ach, da ist der Stack schon voll. Ja, natürlich. Ich habe mehr als genug Fackeln dabei. Hier, guck mal, die Axt, die ist fast. Die ist eh fast hinüber. Dann findet die hier unten ihre letzte Ruhe. Klingt brutal. Ist es auch. Aber ich brauche den Platz in meinem Inventar. Muhahaha. Hier gibt es halt null Erze, gell? Wenn ich jetzt hier eine Mine anfangen wollen würde, die wäre. Das wäre die ineffizienteste Mine der ganzen Welt. Hier ist halt gar nichts. Guck mal da. Ist zwar kein wertvolles Erz, aber es ist was anderes als Stein. Selbst das freut mich bei dem aktuellen Zustand der Mine hier schon. Obwohl, eigentlich brauchen wir ja Stein. Eigentlich bin ich ja froh über Stein. Habe ich schon wieder einen Stack voll. Es ist unfassbar. Andere Axt. Tschüss. Ich pack mir mal den 15er Stack hier runter, dass ich sehe, wann der voll ist. Weil dann reicht es auch erstmal. Dann sollte es erstmal genug sein an Stein. Bin ja ein genügsamer Mensch. Ich beute die Natur ja nur so weit aus, wie ich es wirklich brauche. Hurra, Ausbeutung. Ich habe auch das Gefühl, dass es draußen gerade dunkel wird. Vielleicht gehe ich doch schon. Ich habe jetzt erstmal recht viel Stein. Ja. Da hat mich mein Gefühl nicht getäuscht. Renn, Steve. Noch vor Anbruch der Dunkelheit zu Hause anzukommen, was du nicht wirst. Denn das sind schon Zombisse. Geh weg, Zombie. Ich bin schneller als du. Ich bin schneller als der Schall und schneller als mein Schatten und schneller als Sonic the Hedgehog. Letzteres wage ich zu bezweifeln, aber ich bin schneller als mein Schatten. Gute Nacht. Wunderbar, dann haben wir jetzt ein bisschen Stein. Das heißt, wir können tatsächlich schauen, wie das aussieht. Achtung, jetzt sieht das total. Spawnen da drunter jetzt eigentlich Monster? Oder stellen sich hier unter? Nein, anscheinend nicht. Gut.
Ja, netter Versuch. Hast mich fast gekriegt. Ach, hier muss ich dann ja auch. Zack. Zack. Doch, das sieht schöner aus, finde ich. Außerdem ist es effizienter, was den Gravel angeht. Da muss man ja auch ein bisschen drauf achten. Effizienz ist das große Stichwort. Denn bei allem, was wir hier in unserer Welt sind, reich sind wir nicht. Aber ich muss ganz kurz... Das Lied kommt mir voll bekannt vor. Von wo... Ist das... Ah, Sonic! Wo wir gerade bei schneller als Sonic the Hedgehog waren. Apropos. Der Sonic-Song. Dann würde ich ganz gern hier lang bauen. Wie wir das hier lösen, sehen wir gleich. Da will ich gleich schauen. Ach, so viel Erde. Die muss ich eigentlich zwischenlagern. Ich will nicht, dass sie verloren geht. Ich brauche mal ein effizienteres Lager. Komm, erstmal was hier zwischen die Backen schnabulieren. Und dann geht's auch gleich wieder mit dem Rennen. Wusch! Seht ihr das? Wusch! Wie schnell ich jetzt hier die Treppe hochkomme. Ja, hier, dich lege ich mal ab. Ich hier unten... Nee, hier unten habe ich noch nicht weitergebaut. Ich konnte mich nämlich nicht mehr dran erinnern. Aber es kann auch sein, dass ich einfach vergessen habe, dass ich da gebaut habe. Und einfach langsam, aber sicher senil werde. Und den Verstand verliere. Man weiß nie, man muss alle Optionen immer... in... abwägen. So. Schwupp, schwupp. Schwupp, schwupp. Guck mal, warum machen die es nicht einfach so beim Berliner Flughafen? Ne? Ihr seht doch, wie schnell das hier geht. Mit was für einer Geschwindigkeit ich hier als einzelner Mann beim Straßenbau. Abfahrt, Kreuz Gelsenkirchen, Abfahrt Bottrum Kirchhellen. Oder so. Keine Ahnung. Gibt's das? Gibt's beim Kreuz Gelsenkirchen eine Abfahrt nach Bottrop? Ich weiß es nicht. Hinterfragt mein halb seniles Gebrabbel hier einfach gar nicht. Nehmt es einfach hin. Mama, der komische Mann im Internet redet schon wieder wirre Sachen. Er hat gesagt, dass es aus Gelsenkirchen nach Bottrop geht. Zack, 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 zack. Schon wieder ein Stack weg. Mensch, das hält ja nicht sonderlich lang hier. Ich glaube auch, dass ich werde vermutlich so eine Art Hauptstraße anlegen, die dahinter führt, hier so durch. Ich schätze mal, dass ich die auch dann 3 Gravel breit mache. Statt nur 1 Gravel breit und dann außen halt den Cobblestone. Aber da habe ich eh die passenden Ressourcen noch überhaupt nicht. Das ist alles Zukunftsmusik. Ich bin froh, wenn es hier wenigstens mal anfängt, ein bisschen strukturiert auszusehen. Ach so, ja, du fällst jetzt natürlich. Das ist jetzt natürlich auch wieder Verschwendung gewesen. Ich habe vergessen, dass Gravel ja immer runterfällt. Der einzige Block mit Sand, der die Schwerkraft beachtet.
Die anderen Blöcke sind ja so Schwerkraft. Was ist das? Kann man das essen? Und Sand und Kies dann so. Alles fällt runter. Um Jan-Philipp Zimny an der Stelle zu zitieren. Großartiger Poetry Slammer, falls ihr den nicht kennt. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Auch privat ein sehr netter Mensch. Hatte ich zum Glück schon die Ehre, ihn zu treffen. Generell kann ich mich da ziemlich glücklich schätzen. Denn ich hatte schon bei vielen Menschen generell, ja, es gibt einfach, es gibt so viele tolle Menschen. Ich bin ein Mensch, der sich ja gern über die Menschheit aufregt, ne? Menschheit im Prinzip. Und generell, overall, schon ziemlich kacke. Sind wir uns einig, ne? Aber dann gibt es halt immer wieder individuelle Menschen, die mir zeigen, dass eben nicht die gesamte Menschheit kacke ist. Was habe ich jetzt? Was war das? Warum war es da gerade lila? Muss ich mir Sorgen machen? Habe ich mir jetzt eine Lebensmittelvergiftung eingefangen? Ah, nee, das ist meine Rüstung, glaube ich, gewesen. Oder? Nicht? Mache ich das hier gerade eigentlich richtig? Fragen über Fragen. Doch. Sieht soweit richtig aus. Oder? Nee. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Zack, zack. Hallo Kuh? 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nein, Moment. Ah, Moment, ich hab's. Wo ist meine Spitzhacke? Hat kurze Sekunde gedauert, sorry. Aber ich hab's. Ich wollte eigentlich der Erde reintun. Ich bin gerade. Sorry, ich bin gerade ein bisschen mental. So. Und hier jetzt Gravel rein. So, Es ist natürlich die Frage, vielleicht. Na, für hier reicht das soweit. Ich mach das jetzt mal. Moment, ich habe eine Idee. Es kann gleich ziemlich schrecklich aussehen. Aber ich würde hier gern jetzt so einen Knick rüber machen auf den Hauptpfad quasi. Jetzt sieht das hier ziemlich bescheiden aus. Ha, vielleicht mache ich da doch. Moment. I got this. Mache ich da einfach noch Gravel rein? Zack, zack, zack. Zack, zack. So, und hier machen wir dann. Hier will ich das aber ein bisschen anders machen. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall den Weg 5 breit machen. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Da geht auch gleich wieder meine Schaufel hin.
ins Schaufeljenseits, in die ewigen Schaufeljagdgründe. Ah, Quatsch, jetzt habe ich zum Beispiel schon einen Fehler gemacht. So, jetzt habe ich schon einen Fehler gemacht. Ich gehe ganz kurz eh hoch. Und zwar will ich außen den Cobblestone will ich mit Half Slabs machen. Dass es halt so ein bisschen erhöht ist, wie so ein ja nicht wie hier so ein Geländer, aber wie so ein quasi wie so ein Gehsteig, nur ein bisschen schmaler. Zum einen ist es wesentlich effizienter und zum anderen gibt es dem Weg dann noch so ein bisschen Textur. Oh Gott, so langsam stirbt mein Hals wirklich. Ich glaube, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich mache ganz kurz noch. Ja. So. Wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ah, das sieht doch schön aus. Bis dahin und ciao, ciao.